Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends. Ein Informationsvideo zu den T2 Premium Kreuzer von den Amerikanern, die Charleston. Die Charleston ist momentan im PSN Store als kostenloses Premium-Schiff drin, als T2. Und ihr könnt euch die herunterladen, wenn ihr PlayStation Plus habt. Und da bekommt ihr dieses schöne Schiffchen. Unter anderem auch noch ein paar Premium-Tage dazu und so weiter und so fort. Also schaut da mal vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns die mal an. Also als Modifikation habe ich eingebaut Antrieb Mod Nummer 1. Und weitere hat sie nicht. Das reicht aber für sie auf jeden Fall aus. Dann haben wir einmal Sprenggranaten, dann einmal panzerbrechende Granaten und Verbrauchsmaterial nur Schadensbegrenzungsteam. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 5 Sekunden, Ladezeit 60 Sekunden. Ja, unter anderem könnt ihr oder habt ihr hier die Permanenttarnung dazu, wo von Haus aus schon drauf ist bei den Premium-Schiff. Also wer auch so verrückt ist wie ich und die Schiffe sammelt, dann auf jeden Fall runterladen. Und natürlich noch den Flaggenslot. Bei die Werte Überleben hat sie 32 Punkte, Trefferpunkte 29.500, Panzerung 6 bis 102 mm. Artillerie hat sie 14x1, 152 mm, Feuerreichweite 10,6 Kilometer, Ladezeit 8,5 Sekunden, Dauer für 180 Grad Kehre 22,5 Sekunden, Sprenggranatenhöchstschaden 2168, Brandwahrscheinlichkeit 12% und AP-Granatenhöchstschaden 3000. Sekundärbewaffnung hat sie auch eine Menge, 8x1, 76 mm, Feuerreichweite 2,5 Kilometer, Ladezeit 5 Sekunden und der Sprenggranatenhöchstschaden ist 1100 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 9%. Manövrierbarkeit hat sie Höchstgeschwindigkeit 22 Knoten, einen Wenderadius von 450 Meter. Und eine Ruderstellzeit von 8,5 Sekunden. Tarnung hat sie 78 Punkte, Erkennbarkeit zu Wasser 8,7 Kilometer, Erkennbarkeit zu Luft 5,4 Kilometer, garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 4 Kilometer. Zur Übersicht: Wendisch, überdurchschnittliche gute Manövrierbarkeit, Geschütze im Überfluss, eine große Anzahl an Geschützen ermöglicht großen Schaden durch eine einzige Salve. Unterdurchschnittliche Geschwindigkeit. Ein Kreuzer der St. Louis-Klasse, dieses große Schiff mit mittlerer Geschwindigkeit, war mit zahllosen, schnell feuernden Geschützen bestückt. Der Antrieb wurde durch eine Seitenpanzerung geschützt. In Dienst gestellt 1905 und Schiffe in einer Serie 3. Jo, zum Kapitän habe ich Norman Scott drauf. Er hat die Basisfähigkeit gerichteter Aufprall, Granatengruppierung der Hauptgeschütze des Kreuzers um plus 4,5%. Als Inspiration haben wir Entry Rogues drinne. Kreuzer Sprengschaden plus 3,25% und als zweite Inspiration haben wir den Nikolai, Reichweite der Hauptgeschütze des Kreuzers plus 5,4%. Als erstes Talent haben wir lodernde Flammen, Wahrscheinlichkeit einen Brand mit Sprenggranaten zu verursachen plus 2%. Dann Pyromane, Wahrscheinlichkeit einen Brand mit Sprenggranaten zu verursachen plus 3%. Und als drittes bewaffnet und einsatzbereit Streuung des Beschusses plus 3. Natürlich kann man da auch Durchstoßen reinmachen, aber wie gesagt, Norman Scott spiele ich persönlich auf die leichten Kreuzer und deswegen haben wir da hier
Streuung des Beschuss reingemacht. Aber wie gesagt, das ist halt, das müsst ihr für euch auch entscheiden. Das sind alles nur so kleine Tipps oder was ihr halt, dass man euch ein bisschen Informationen gibt, was man machen kann und was nicht. Jo, dann haben wir hier fixiert drinne Granatengruppierung der Hauptgeschütze des Kreuzers plus 4%, Streuung der Hauptbatterie minus 4% und als Legendenfähigkeit einmal Nachfüllstation, Ladezeit der Hauptgeschütze des Kreuzers ebenso minus 5%. Natürlich kann man hier auch vollständig verpackt reinmachen, wenn jetzt zum Beispiel ein leichter Kreuzer Sonar drinne hat und Radar. Könnt ihr auf jeden Fall auch vollständig verpackt rein tun. Wenn ihr mit den Anzahlen des Verbrauchsmaterials nicht hinkommt, ist das auf jeden Fall also sinnvoll, vollständig verpackt reinzumachen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde Cookie Cookie machen. Und ja, ich sag mal, bis gleich. So. Da gehen wir mit der Charleston mal ins Gefecht. Holt sie euch auf jeden Fall, die könnt ihr über PlayStation Plus bekommen. Wie es bei der Xbox ausschaut, keine Ahnung, ich kann da nur von der PlayStation reden. Ist ein T2 Premium Schiff. Ein T2 Kreuzer von den Amerikanern. Hat auf jeden Fall ziemlich viel Geschützer. Ist auf jeden Fall, ich meine, man kann es eigentlich so gut wie umsonst bekommen. Und deswegen habe ich es auch mit hochgeladen, um für die Leute, die es nicht wissen, dass es drin ist in PlayStation Plus. Jetzt wisst ihr es vielleicht. Ja. Man kann auf jeden Fall auch mit T2 schöne Runden machen. Übrigens, Gussi hat die andere Halloween-Tarnung da drauf. Die Plate. Auf den japanischen Zerstörer. Da seht ihr sie. Das ist die andere Halloween-Tarnung. Und Grüße gehen raus an Gussi Couscous. Mein sogenannter Cousi. Ja. Ich habe auf ihr auf jeden Fall den Kapitän Norman Scott, den habe ich auf allen leichten Kreuzern drauf. Und ich würde sagen, man spielt 90% mit Sprengschaden und 10% mit AP. Also, sie ist halt eine St. Louis-Klasse. Man sieht es halt auch schon ein bisschen mit an den Geschützen. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn neue Schiffe kommen. Ich feiere die Schiffe halt einfach. Ich sammle, auch wenn es T1 ist, das ist mir sowas von egal. Hauptsache, ich bekomme neue Schiffe. Solange es nicht jede Woche ist. Na, das sieht man schön mit AP in die Breitseite rein und dann kommen noch schöne Zitadellen. Solange nicht jede Woche ein neues Premium-Schiff kommt, ist mir das eigentlich egal. Mir macht das Game Spaß und das ist das Wichtigste. Bei Sprenggranaten auf jeden Fall auf Zerstörer nur mit Sprenggranaten schießen. Außer ihr habt gerade mal eine Salve so drin. Bei Schiffen, die eine längere Nachladezeit haben. Hoppala. Da kriegen wir auch schon ein paar Torps rein. Da, die Tannery können wir auch schön mit AP. Da nutzen wir auf jeden Fall unseren Vorteil, unsere Geschütze. Haben wir so viele am schnell rein in die Zitadelle.
Ja, es gibt da jetzt nichts Besonderes zu sagen. Sie hat halt nur einmal Reparaturkit. Wie gesagt, das ist ein T2 Premium. Man kann da auch schon sehr schöne Runden machen. Und solange das umsonst ist, kann man sich die Schiffe auf jeden Fall holen. Da haben wir auch die Karlsruhe, da gehen wir aber mit Sprenggranaten weiter. Können wir umladen. Weil das ist, sage ich mal, der allgemeine Vorteil von den amerikanischen Kreuzern, dass die halt wenig Streuung haben, einen sehr guten AP-Schaden. Vor allen Dingen die, ich sage jetzt mal, so die schweren Kreuzer. Die Charleston ist noch kein schwerer Kreuzer, das ist nur so die Anfangsklasse, wo sich dann langsam weiterentwickelt in die Richtung schwere Kreuzer. Ja, und beim T3 dann geht es dann schon auch los. Da haben die Amerikaner dann schon Torpedos. Bis zu T4, bis zur Omaha. Und danach gehen die mehr auf Präzision und dann fängt das langsam an mit schwere Kreuzer. Und unterteilt sich dann auch schon zu die leichten Kreuzer. Dazu wird es auch Gameplays geben, nach und nach, wo ich so ein bisschen was von meiner Erfahrung her dazu sagen werde. Natürlich schwer ich nicht jeden Tag zwei, drei Videos hochladen, jeden Tag eins. Ich will euch auch nicht damit zuspammen. Ich meine, den einen interessiert's, den anderen interessiert's nicht. Es ist so eine allgemeine Information für die Leute, die sich auf jeden Fall ein bisschen interessieren für das Ganze, die sich ein bisschen schlau machen möchten, die sich, sage ich mal, über andere Spieler ihre Spielweise angucken, um sich vielleicht was abzugucken, ein paar Ideen zu holen. Es gibt ja so viele Leute, die auf YouTube Videos machen, wo ihr auf jeden Fall reinschauen solltet, um euch weitere Ideen zu holen, wie ihr spielen könnt, wie ihr welches Schiff skillen könnt und so weiter und so fort. Und umso mehr man sich auf jeden Fall mit dem Spiel beschäftigt und umso mehr informiert, umso mehr Spaß macht natürlich auch das ganze Game, ne? Wir haben jetzt auch hier nicht gerade wenig Schaden, also das ist für T2 schon ordentlich angenehm, so gefühlt alles selber gemacht. Weil T2 hat eigentlich viel weniger Leben und da 80.000 Schaden, das ist schon eine ordentliche Anzahl. Da kann man halt auch mal sehen, was man machen kann an Schaden. Vor allen Dingen, wie man halt auch gewinnen kann. Da ballert auch die Secondary. Und da ist sie platt. Jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir das noch überleben hier.
würde die Runde halt sehr gerne gewinnen. Wie gesagt, schaut ab und zu mal in Store rein. PSN Store oder bei der Xbox, welche Schiffe es da vielleicht kostenlos gibt oder als PlayStation Plus Belohnung. Natürlich könnt ihr eigentlich davon auch ausgehen, dass viele auf YouTube dann euch, sag ich mal, darüber benachrichtigen oder auf Facebook und so weiter und so fort. Discord natürlich, wenn es mal wieder da was Neues gibt. Ja, und wenn ihr weiteren Content sehen wollt von mir, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein kostenloses Abo freuen und um eure Unterstützung wäre ich euch sehr, 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 sehr dankbar. Und da kommt noch einiges. Jetzt haben wir ja die Deutschen soweit fertig erstmal. Jetzt kommen die Amerikaner. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, was euch noch interessiert. Dann kann man die auch mal vorrücken, dass man sagt, man macht jetzt mal die russischen Zerstörer oder sowas. Ansonsten werde ich halt alles nach und nach weitermachen. Ich hatte zwar alles schon mal so weit oben, aber da ist mir halt was anderes passiert, was nicht so toll war, und deswegen musste ich nochmal mit meinen Gameplays nochmal von vorne anfangen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin zusammen. Wie gesagt, holt sie euch, die kostet nichts. Macht auf jeden Fall auch Bock, das Teil. Und jo. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank fürs Anschauen und ich wünsche euch viel Spaß in World of Warships Legends und viel Spaß mit dem T2. Und das sind wir erster. Haut's rein, ich bin raus. Denkt dran, Dude, wenn's geht, abonnieren. Für weitere Informationen auf meinem Kanal. Und ich sag tschö mit Ö, euer Winnie.